Oh mein Gott, dieses Geräusch. Hallo, willkommen zurück. Ach du Scheiße, was geht eigentlich hier ab? Zu Alien Isolation? Wir müssen ja jetzt hier die Datenzelle... Oder wir müssen da hoch wieder. Genau, zum Aufzug. Was zur Hölle, was bedeutet denn das Ausrufezeichen hier eigentlich? Kriege ich hier irgendwo so ein... Ah, ich kann rein und rauszoomen. Was ist das? Ah, hier können wir die ganze... Oh, ich habe was übersehen. Oder? Ihre Aufzeichnung. Ist das wichtig, dass ich das nochmal lese? Wahrscheinlich einfach nur so. Und hier haben wir unsere Ausweiskarte, die wir die ganze Zeit einsammeln. Da kann ich aber nur mit dem Pfeiltasten... Ach so, da hinten sind wir. Okay. Oh mein Gott. Wir müssen da jetzt einfach hoch. Ich dachte gerade, da wäre vielleicht was. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Das geht ja mal ja nicht. Und der große, weite Weltraum. Guckt euch das mal an. Sobald ich hingucke. Warum ist da oben zu? Hier, guckt mal einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so ultra krass. Okay. Was passiert hier? Das wird mich hier doch nicht sehen. Latscht es hier jetzt irgendwo rum? Im Lüftungsschacht. Oh mein Gott. Das hat einfach die Menschen umgebracht. Und die sind einfach so verschwunden. Scheiß drauf. Während ich hecke, passiert bestimmt nichts. Das macht es jetzt irgendwie nicht einfacher. Okay. Wir sind drin. Wäre das Mikro empfindlicher, könnte man jetzt mein Herz klopfen. Scheiße. Oh mein Gott. Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Warum kommen die da durch und ich nicht? Hallo, mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seeks das technische Wettrüsten verliert. Hier ist jetzt die KI. Die KI mit Störungen. Für Ihre Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Synthesen des Modells Hiwi sofort erkennbar. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschrittenen menschenähnlichen Androiden für Verbraucher oftmals unangenehm ist. Seeksons Hiwis sind eindeutig erkennbar, sodass sie stets wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da können Sie sicher sein. Das ist das Seekson-Versprechen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Wie kann ich denn hier nochmal das Stromreserve... Achso, ich brauche zwei dafür.
Okay. Ja, da können wir sicher sein bei denen, alles klar. Dir vertrauen! Huch, wo bist du denn da? Dir vertrauen! Was guckst du? Okay, wir haben die Luftreinigung irgendwie ausgemacht und jetzt geht gar nichts mehr. Ach, habe ich nicht gerade die Tür aufgemacht hier? Doch. Klaro. Hier ist unser Geheimversteck. Bildschrank. Was hier drin? Alles, was wir brauchen können. Kann ich da drunter? Ah jo, da kann ich drunter. Super. Beruhigend. Zum Verstecken. Verstecken möchten wir uns jetzt erstmal nicht. Ich wollte noch probieren, wie der Revolver funktioniert. Alles klar. Für Ihre Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Synthetiken des Modells Hiwi sofort erkennbar. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschrittenen menschenähnlichen Androiden für Verbraucher oftmals unangenehm ist. Seeksons Hiwis sind eindeutig erkennbar, sodass sie stets wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da können sie sicher sein. Das ist das Seekson-Versprechen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Okay, machen hier den ganzen Tag irgendwie die gleiche Durchsage? Okay, eins nach dem anderen. Erstmal hier am Rand gucken. Wie weit brauchen wir eine Schlüsselkarte? Die finden wir sicher noch. Da ist ein Android. Hier auch. Kann ich Ihnen helfen? Alter. Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie es. Ich komme schon selber rein. Davon würde ich abraten. Warum? Ich dachte, du bist hilfsbereit. Was soll denn das? Freund. Okay. Auch hier wird eine Schlüsselkarte benötigt. Hä? Ist das nicht der gleiche Raum, wo wir gerade eben waren? Tür verschlossen, aber da kommen wir doch gar nicht her. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich zuerst gucken soll. Ladungspack? Quatsch, sorry. Ach so, ich habe zu viele Medikits. Bewegungsmelder aufnehmen. Oh oh. Inventar voll. Ladungspack. Was ist denn dieses Ladungspack? Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Nein. Nein, kein Problem. Der hat mich gerade ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Okay, hier wollen wir eigentlich nichts verändern, würde ich mal sagen. Ah, Terminal. Türüberbrückung. Juhuks. Ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir rausfinden, was hier los ist. Okay. Auf Datei kann nicht zugegriffen werden. Gut, welche Tür? Unser Manifest. Keine neue Welt zeigen. Wir wollen sie mit Ihnen entdecken. Das ist wie so eine Werbung. Morgen gemeinsam die erste. Das ist wohl eine Geschichte. Eine fiktive Geschichte. 2034, obwohl das ist die Vergangenheit hier. Änderte alles. Die Ankunft der Überlichtreise ebnete den Weg zum Erfolg. Bla bla.
Also so ein bisschen die Erfolgsgeschichte oder was? Ohne Sieg und Sohn sehe der Himmel heute wahrscheinlich an... Wahrlich, nicht wahrscheinlich anders aus, okay. Zubehör, Türzugriff, überbrücken. Oh, warte, ich bin noch nicht fertig. Das war Audio. Marie, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Sixen Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Okay, den Funk. Das sind nur Androiden. Irgendwo konnte ich doch runtergehen. Nein, das war nicht hier. Das war weiter hinten. Hier. Und da konnte ich rein. Der Ionenschneider, den müssten wir dann hier also bald bekommen. Wenn wir den hier überall brauchen, um weiterzukommen. Hier ist irgendwie gar nichts. Und da hinten war dann die andere Tür, ne? Ja. Gut. Guck mich nicht so an. Da war gar nichts. Nein. Also gut, durch die Tür. Warum ist hier eigentlich kein Telefon? Jetzt, wo ich speichern möchte. Haha, da ist ein Telefon. Speichern. Die Kamera irritiert mich ein wenig. Entfernen wir erstmal das Ding, do. Und A. Ah. Okay, hier kann ich sogar reingehen, aber ich gucke erst noch mal ein bisschen. Warum führt denn hier eine Treppe nach unten? Ist hier was? Nein. Hier ist so gar nichts. Zum Verstecken. Steuerung, so okay. Guck ich erstmal hier ein bisschen. Zeigt ihnen ihr Ziel ein. Was? Mein Ziel? Ach so, mein Questmarker. Was muss ich denn eigentlich machen? Umgehen zum Kommunikationszentrum. Ach so, upsala. Das ist ja hier so groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Tür verschlossen. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Gehen wir halt einfach mal zurück und gehen jetzt mal da durch. Da müssen wir bestimmt lang. Schrott nehmen wir mit. Geräuschemacher. Bindemittel. Menürad. Geräuschmacher. Nach der Aktivierung gibt diese selbstgebaute Vorrichtung einen anhaltenden, schrillen Ton von sich, der viel Aufmerksamkeit erregt. Das Gerät aktiviert sich 4 Sekunden nach dessen Platzierung.
Okay, vielleicht gut zum Ablenken. Dafür brauche ich Bindemittel. Bindemittel ist auch wichtig. Wichtig für unser Medikit. Aber davon haben wir erstmal genug. Hier ist nix. Also gehen wir wieder raus. Und hier rum. Tobacco. Hebel benutzen. Rechte Maus. Das irgendwie dachte ich, wir müssen wieder E klicken. Okay. Rechte Maustaste und S. Ich fühle mich hier so unsicher. Ich gehe noch mal kurz schnell speichern. Einfach so. Gut. Okay. Dunkel. Warum sind hier so viele? Cool. Revolver-Muni können wir immer gebrauchen, auch wenn wir ihn bis jetzt noch nicht benutzt haben. Okay, da ist ein Lüftungsschacht drin. Alright, was? Krass, das kenne ich noch gar nicht. Es gibt unterschiedliche Hacksysteme. Kein Bauplan. Irgendwo hier war gerade jemand. Okay. Was willst du denn? Warum piepst du? Ist klar. Hier ist irgendjemand. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda, Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Hm. Wahrscheinlich durch den Lüftungsschacht, du. Muss gleich was passieren. Es tut mir so leid, aber das ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu ruhig hier. Wo ist denn das Alien? Warum sind die alle so nett und warum ist noch nichts passiert? Das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nichts Gutes bedeuten. Wir haben Bewegungsmelder bekommen. Ach Quatsch, doch durch den Lüftungsschacht. Hier lang. Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung.
Oh mein Gott. Alles klar, der ist tot. Der hat ihn umgebracht. Die dürfen das gar nicht. Warum liegt seine Waffe auf einmal nicht mehr da? Die wollte ich nehmen. Hier muss es hochgehen. Wenn die Taschenlampe anmacht, ist klein Vorteil. Unentdeckt zu werden. Ist das hier eine Kamera? Zählt es als entdeckt werden? Okay, warte mal. Geht's da hinten eigentlich lang? Warte mal. Ach so, dann mache ich erstmal die Kamera aus. Alles klar. Ich hab's begriffen. Da ist niemand, deswegen gucke ich hier erstmal. Ihre Aufzeichnung. Einfach nur irgendein Bla. Kann nicht gesendet werden. Gelesen werden. Volles Auge. Riggs arbeiten sie immer noch. Den sie letztes Jahr hatten. Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Importdokumente angesehen und ein paar Unstimmigkeiten gefunden. Dies könnte uns allen schaden. Also behalten sie ein Auge auf ihn. Okay, behalten sie ein Auge auf ihn. Falls sich etwas Interessantes ergeben sollte. Apollo hat überall Kameras. Man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege heißt Daniel Holden und im Josiah 6-Suiten-Bereich 651. 651, sollte ich mir das aufschreiben? Warte mal, das schreibe ich mir auf. Wieder ein Code vielleicht, den wir gar nicht brauchen, wer weiß. Falls alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen Arbeit für Sie. Ransom. Alles klar. Warte, na, fehlerhaft Zubehör, nix. Ach, guck mal, das ist eine Neuverkabelung. Um die Kamera auszuschalten. Darauf habe ich gewartet. Komm, Kamerafeed. Gut. Der hockt da alleine. Nicht so ganz alleine. Wir müssen da hinten zu dem Aufzug. Ja, die Kamera ist jetzt aus. Hier, meine Deckung. Komm schon. Das ist ein Lüftungsschacht. Wir wurden nicht entdeckt. Wohin fahren wir gerade eigentlich nochmal? Ach so, einfach nur zum Aufzug. Haben wir das jetzt nicht geschafft? Die wurden doch gar nicht entdeckt. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Sebastopol-Verkehrsüberwachung. Bitte kommen. Over. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für Wayland Titan
Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis zur Sicherung.